Es gibt ja verschiedene Wege, wie ich Musik hören kann. Das kann zu Hause sein, die Soundbar, die schöne, große im Wohnzimmer oder auch im Auto gerne, ne? Radio ganz klassisch. Kann man alles machen, nur hat halt den Nachteil, es ist nicht rauschfrei. Und wenn man da jetzt sagt, ich will gute Musik hören und das Rauschen gehört da nicht rein, ist das schon mal ein großes Problem. Und dann das nächste Problem ist, man hat eben so seine Begrenzungen, ne? Da gibt es die paar Sender, die regionalen Sender. Ist auch nicht wirklich schön. Man hätte ja auch gerne die Auswahl zwischen 15.000, 30.000 Sendern weltweit. Ja, machen Sie das mal. Auch schwierig. Oder aber, Lutz hat gesagt, nee, Annette, das geht. Ich habe da 3 tolle Produkte mitgebracht. Und für jede Größe, für jeden Geldbeutel, da ist für jeden alles dabei, oder? Ja, genau so sieht's aus. Wir fangen natürlich erstmal ganz klein an hier drüben mit unserem digitalen Taschenradio. Schauen Sie sich das mal an. So niedlich und süß ist das hier. Das ist doch jetzt mal wirklich was für unterwegs. Das ist etwas, was man einfach sogar in die Brusttasche oder in die Hosentasche stecken kann. Damit geht's schon mal los. Das aber jetzt nicht etwa nur, wie Sie es womöglich kennen, so als Taschenradio, UKW, das kann das auch, aber der Clou ist, dieser kleine Knirps hier, der kann tatsächlich auch schon DAB, beziehungsweise cool. DAB Plus sogar, wow. Also den aktuellen Standard für digitales Radio. Und das bedeutet für Sie vor allen Dingen rauschfreies Radio, also nicht mehr dieses, was wir alle wahrscheinlich bis zum Abwinken kennen. Vor allen Dingen aber auch bedeutet DAB Plus, dass, ja, man muss sich das quasi so vorstellen wie den Sprung damals von der Schallplatte analog zum digitalen, zur CD. Dass man einfach sagt, das ist ein Quantensprung. Aber auch eben halt mehr Sender. Also zum Beispiel war ich verblüfft, dass wir hier zum Beispiel auch das Schwarzwaldradio reinkriegen. Und wir sind ja nicht mehr bei Freiburg. Das haben Sie ja wahrscheinlich mitgekriegt. Da war das ja eine ganz normale Sache. Aber hier mitten in Niedersachsen habe ich auf einmal hier auf DAB mein Schwarzwaldradio. Das ist doch sensationell, dass man eben halt viel mehr Sender reinbekommt. Ist natürlich auch da abhängig von Ihrem Standort. Also ich habe mal auf der Karte gesehen, da gibt es teilweise Regionen in Deutschland, die schon jetzt 40, 50 Sender über DAB haben. Und es werden ja quasi täglich mehr, weil DAB ist einfach die Zukunft des Radios. Es gibt ja schon erste Abschaltungen. Also Norwegen zum Beispiel, die haben ja schon komplett sämtliche landesweiten Sender abgeschaltet, UKW, und machen nur noch Digitalradio, also DAB+. Alle neuen Autos, werden Sie vielleicht auch mitbekommen haben, die werden jetzt mit DAB+ Radios ausgestattet. Alles, was jetzt neu gebaut wird ab 2019, das ist einfach die Zukunft. Und irgendwann wird auch bei uns dann UKW abgeschaltet. Deutschlandradio habe ich zum Beispiel gerade gelesen, die haben auch schon in 2 Regionen UKW abgeschaltet. Der Bayerische Rundfunk hat teilweise schon abgeschaltet. Und es geht so langsam los. Es gibt da noch kein Endedatum, dass man sagt, nächstes Jahr ist Schluss. Aber wenn Sie sowieso schon umsteigen, warum nicht jetzt schon dann die Vorteile des neuen Digitalradios eben halt hier klein und portabel nutzen? Und auch noch gut, hast du das gesehen hier drüben? Da die kleine Buchse, hast du das mitgekriegt? Kopfhöreranschluss? Genau, cool. Das ist doch genial, dass das du ist ja der sogar Hammer. Dann Radio hören kannst, wenn du sagst, aber die Kinder, die schlafen da neben dran, die will ich eigentlich nicht stören. Oder vielleicht jetzt das nächste Frühjahr steht ja quasi vor der Tür. Toll, toll, toll. Dass man sagt, ich setze mich mal wieder ein bisschen raus, will ein bisschen Radio hören, Sportergebnisse, was du gerade gesagt hast, Nachrichten, Musik. Dass man da schön wieder auf dem Balkon sitzt oder im Schrebergarten schon wieder für Ordnung sorgt und alles ja, vom Winter her quasi dann aufräumt und trotzdem niemanden dabei stören will, dann kann man das so ganz bequem per Kopfhörer machen. Also ich liebe diese kleine Box, die sensationelle Qualität liefert, die so viel Sendervielfalt liefert. Wie gesagt, nicht nur UKW, also FM auf Englisch, deswegen ist das da eingeblendet, bedeutet nichts anderes als UKW hierzulande. Und eben halt Digitalradio DAB Plus in einem zusammen tollen Preis. Der Preis ist der Wahnsinn. Schauen Sie, 28,41 €. Ich kenne Taschenradios, da habe ich wirklich kaum über den Tisch gucken können. Da hatte mein Opa schon immer ein Taschenradio bei sich im Gartenhäuschen. Ja, wenn er da irgendwas gewerkelt hat oder bei sich unten an der Werkbank im Kellerraum, da hat er schon immer die Nachrichten gehört, die Fußballergebnisse. Aber ich weiß, bis der mal einen rauschfreien Sender gefunden hat, hat das ewig gedauert. Mein Papa bei der Fahrradtour immer ein Taschenradio dabei gehabt, ja. Oder dann wir dann auch im Baggersee irgendwo mal Musik gehört. Aber gehört du musstest dazu. Eben lange, lange suchen, bis da mal ein rauschfreier Sender war. Und jetzt habe ich hier Taschenradio plus beste Qualität rauschfrei. Wie cool ist das? Ich finde, ein Taschenradio kommt nie aus dem Trend. Ein Taschenradio sollte man immer haben. Im Garten jetzt für den Frühjahr, wenn man da ein bisschen die Beete bepflanzt. Ne? Also es gehört immer dazu.
Und es ist bezahlbar für 28,41 €. Die Bestellnummer ist die ZX1756 und die 569. Und wenn man jetzt sagt, ich brauche eigentlich auch Musik in der Küche und im Wohnzimmer, aber da ist mir das Taschenradio ein bisschen klein. Verständlich, haben wir natürlich auch tolle Sachen. Ja, da würde ich Ihnen dann hier unser zweites Modell empfehlen. Wie Sie sehen, ungleich größer, hat dafür aber natürlich auch richtig Saft unter der Haube. Hier reden wir jetzt über Stereo-Lautsprecher, sieht man ja auch schon ganz klar, links und rechts. Und die haben eine Musikspitzenleistung von sage und schreibe 60 Watt. Formschön finde ich jetzt hier auch dieses Holzgehäuse zum Beispiel. Oh, hoppla, da habe ich gerade den USB-Stick geschrottet, fürchte ich. Na, da gucken wir doch gleich mal, wie qualitativ das Ganze hier ist. So, aber Holzgehäuse ist halt etwas, wo wir doch einfach mit verbinden Klangqualität. Kennen Sie wahrscheinlich auch die guten Holzlautsprecher, die man da an der Stereoanlage hat. Das ist es auch hier. Das ist allerbester Klang, den wir hier haben. Jetzt muss ich mir das Ganze aber mal hier ein bisschen aufs Knie wuchten, denn ich möchte Ihnen natürlich auch ein bisschen von dieser Bedienung hier zeigen, weil das ist jetzt einfach ein Multitalent. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, wenn ich einschalte, die Möglichkeit, zum Beispiel vom USB-Stick jetzt Musik wiederzugeben. Aber ich kann mich halt hier auch über diese Funktionstaste durchhangeln. Und da haben wir dann zum Beispiel auch sogar Bluetooth. Das heißt, drahtlos kann ich mir jetzt meine Lieblingssongs hier hinstreamen. Vom Smartphone, vom MP3-Player und Co. Oder, wenn wir weiter durchschalten, auch hier wieder das Digitalradio. Das ist jetzt hier auch mit dabei. DAB und DAB+. Nochmal, digitale Klangqualität bedeutet ganz einfach kein Rauschen mehr. Aber auch hier UKW-Radio, auch das alles mit dabei. Und Sie können noch CDs, hier haben wir einen CD-Kartenslot, da einfach CDs auch noch reinschieben, auch Ihre Lieblingssongs auch noch von CD hören und eben halt, wie gesagt, USB und. Für mich aber eigentlich prädestiniert für den Nachttisch zum Beispiel, weil, wenn Sie vielleicht aufmerksam geschaut haben, haben wir ja nicht nur hier drüben die klassische USB-Buchse, sondern da drüben noch eine zweite. Charging steht da dran. Bedeutet ganz einfach, Sie können hier auch gleichzeitig Ihr Smartphone aufladen. Und das ist ja normalerweise so, dass man das halt immer über Nacht macht und dann eben halt Steckdose ahoi. So, hier haben Sie jetzt beides gleichzeitig, dass Sie sagen können, ich könnte jetzt hier meine Lieblingssongs abends beim Einschlafen mir anhören. Ist natürlich auch ein Ausschalttimer mit drin, dass Sie sagen, nach 20, 30, 40 Minuten, bis zu 90 Minuten geht das hoch, möchte ich jetzt einfach meine Lieblingssongs hören, so ganz leise im Hintergrund, vielleicht auch spezielle Schlafmusik oder so Schlafgeräusche, die Sie da vielleicht haben. Geht ja alles von allen Klangquellen und dann ganz wunderbar eindösen. Das Ganze geht natürlich auch umgekehrt am nächsten Morgen, wenn Sie sagen, ich möchte einfach auch genauso sanft, wie ich eingeschlafen bin, wunderbar geweckt werden. Weckfunktion ist auch noch mit drin. Und dann können Sie nämlich auch wieder entscheiden, möchte ich UKW, möchte ich DAB, möchte ich CD, möchte ich USB. Und davon werden Sie dann ganz sanft und leise aufgeweckt. Toll. Und so startet man doch schon mal richtig in den Tag, oder? Also mit Radio startet man prinzipiell in den Tag. Also ich zum Beispiel, das ist mein erster Handgriff morgens, ne? Direkt am Frühstückstisch im Badezimmer Radio ein. Weil das ist so morgens, ich muss erstmal munter werden. Und dann gibt es da die Moderatoren, die Morgenmoderatoren, die verkrampft versuchen, damit man gut in den Tag startet. Gelingt meistens auch. Dann die tolle Kombination, natürlich die Nachrichten. Du bist aktuell in den Tag informiert, du kannst gut starten. Das Wetter noch, dann die Musik. Ich mag diese Abwechslung. Ich weiß, es gibt viele, die sagen, Mensch, USB-Stick rein, da habe ich meine Playlist. Aber hast halt immer die gleichen Lieder drauf, ne? Und ich bin ein ganz großer Fan von Radio. Ich mag diese Mischung. Aber was mich bisher am Radio immer gestört hat, das war eben dieses Rauschen. Ganz, ganz nervig. Und hier jetzt ein Digitalradio mit 60 Watt Musikspitzenleistung, dann dieses stabile Holzchassis. Ich weiß, dass mein Opa, der hat immer früher Holzboxen gehabt, der hat immer gesagt, das ist das Beste, was dir passieren kann. Was will man mehr? So sieht's mal aus. Aber es ist ja nicht Musik, es ist ja auch die Information. Eben. Weil teilweise, also ich möchte jetzt nicht schwarz malen, aber wenn mal Stromausfall oder irgendwie sowas ist, ist das Radio ja wirklich unsere letzte Verbindung zur Außenwelt. Also jetzt nicht nur unser zweites Modell, auch unser kleines erstes. Das kann ja zum Beispiel dann auch über Batterien, nicht nur bei Akku betrieben werden. Da packt man Batterien rein und jetzt im Fall des Falles bleibst du informiert. Eben. Weil ich hab's mal in München gehabt, da war wirklich mal komplett im Viertel zappenduster alles. Echt? Ja, in München, man
glaubt ja, das kann doch nicht passieren. Doch, ich hatte das mal. Wow. Sogar an zwei Tagen hintereinander. Und da ging doch nicht mal mehr der Mobilfunk, weil auch die Mobilfunkmasten irgendwie hinüber waren. Aber die Radiosender, die haben natürlich Notstromversorgung. Und das Einzige, was ich noch machen konnte, war Radio hören. Dann haben sie es dann auch gleich gesagt, da wusste ich Bescheid. Bin nicht nur ich, aber das ist so. Also deswegen gehört für mich eigentlich so ein Radio und gerade Digitalradio jetzt eben halt in jeden Haushalt. Das Radio der Zukunft, und das ist auch gut so, dass es das gibt. Und jetzt gibt es das vor allen Dingen für bezahlbares Geld, nämlich mit 113,91 € kommt das zu Ihnen nach Hause. Jetzt und die nächsten 2 Stunden gilt der TV-Sonderpreis. Deswegen können wir nur sagen, schnell ran ans Telefon. Die Bestellnummer hierfür ist die ZX1777 und die 569. Ist auch mal ein wunderbares Geschenk für jemanden, wenn man weiß, der liebt Radio. Ja, und aber der hat eben keins oder noch so ein ganz uraltes, weißes, hässliches Plastikradio. Ich finde, wie gesagt, du hast Wohnzimmer Schlafzimmer angesprochen, auf den Nachttischschrank. Ich würde es sogar in die Küche stellen, weil es ist repräsentativ, es sieht toll aus. Man möchte, dass es gesehen wird. Ja, und der Klang ist wirklich faszinierend. Oder du bestellst vielleicht 2. Geht ja auch bei dem kann man Preis. Ja auch machen, genau. Bei dem Preis kann man sich auch gerne 2 bestellen. Fernbedienung kommt noch mit dazu. Es ist alles mit dabei. Aber jetzt hat man eben bei diesen klassischen regionalen Sendern dann doch manchmal das Gefühl, es läuft einfach den ganzen Tag das Gleiche, oder? Ja, das kenne ich. Also ich habe da momentan so 1, 2 Lieblingssongs. Also die habe ich am Anfang wirklich geliebt, also ohne Übertreibung. Das war zum Beispiel dieses Havana, Unana. Also am Anfang richtig swingy, aber nach dem geschätzten 5.798. Mal sagte ich, boom, ich muss umschalten. Ich kann es nicht mehr hören. Da läuft das Ding aber in 2 Minuten im nächsten Sender. Ja. Kennst du auch, ja, oder? Ja, kenne ich auch. Ja, was machen wir dagegen? Ja, wir machen einfach Internetradio. Und da gibt es nämlich, ja, da gehen jetzt die Schätzungen so ein bisschen auseinander. Ja, manche sagen 20.000, manche 25.000, manche mehr als 30.000 Sender. Komplett über den Globus verteilt. Sie sehen es gerade hier. Wunderbar alphabetisch sortiert nach Region, aber auch nach Genre zum Beispiel. Ja, und da haben Sie dann wirklich jeden Tag einen anderen Sender. Alle kostenlos natürlich. Internetradio. Alles hier in Ihrer neuen Box. Und das ist eben das, was mich so fasziniert, dass man da wirklich Abwechslung hat. Weil interessanterweise hört man ja schon in England, sage ich mal, in Frankreich, in Spanien, in Italien, komplett andere Songs von Japan und Übersee ganz zu schweigen, dass man einfach mal sagt, eben halt nicht dieselben, ich weiß nicht, sind es 50, sind es 100 Songs, die man heutzutage dann rauf und runter, wenn sie halt in den Charts sind, hörst du sie überall, sondern mal ganz was anderes. Das ist das, ja, musikalische Weltreise machen. Gehen Sie doch mal auf Entdeckungsreise. Müssen Sie nicht mal vor die Haustür gehen, sondern man schaltet einfach jetzt sein Internetradio ein und kann sich dann was aussuchen. Und wenn es Ihnen nicht gefällt, nehmen Sie halt da den nächsten. Und wenn es Ihnen gefällt, speichern Sie die eben halt in Ihre Lieblingsliste. Das geht alles. Hier jetzt übrigens auch so ein Standalone-Gerät mit Fernbedienung und allem drum und dran. Das heißt, hier haben wir jetzt beispielsweise UKW auch, DAB. Also das ist alles hier auch wieder mit drin. CDs können Sie abspielen, alles mit dabei, inklusive Radiowecker, eine App, die es kostenlos auch noch gibt. Aber das Entscheidende ist halt, dass man jetzt hier wirklich alles hören kann. Einfach alles. Das behaupte ich jetzt mal so. Ich habe noch nicht gesagt, zum Beispiel Schlager jetzt hier oder sowas. Natürlich, Schlager. Nicht ein Sender, nicht 10. Ich habe, glaube ich, 30 oder 40 ad hoc hier mal gefunden. Gibt es alles. Oder, ich weiß nicht, Anne-Kathrin, wo möchtest du jetzt gerne mal hin? Wo wollen wir mal hinfliegen musikalisch? Ich reise ja sehr gerne, aber es gibt ein Land, da war ich noch nicht. Da möchte ich gerne mal hin, Neuseeland. Neuseeland. Das würde mich faszinieren. Ja, gar kein Problem. Wir schauen mal zusammen. So, also, jetzt muss ich einmal kurz hier zurückgehen. Da sehen wir es, Internetradio. Radiosender. Und dann gehen wir nämlich hier auf Land, Region. Das müsste dann, schauen wir doch mal, Neuseeland, das dürfte hier Ozeanien sein. Ozeanien? Neuseeland, ja, bingo. So, und was wollen wir ein bisschen, oh ja, warte mal, schauen wir doch mal, was wir da haben. Country, gucken wir doch mal. Country klingt gut. Schauen wir doch mal, da. So, also. Gucken wir noch mal Country. Was für eine Art von, was versteht man unter Country in Neuseeland? Moment, ich mache ein bisschen lauter. Ich habe jetzt auch alles gesagt. Neuseeländischer Country-Song. Ja. Ja, jetzt mal auf dem Pferd. Ja, genau. Durch die, wie heißt das da, durch die Pampa. Aber
Aber ganz ehrlich, mir geht das ja ganz oft so, wenn ich aus dem Urlaub komme, dass ich denke, Mensch, diese Erinnerungen nochmal aufleben lassen. Ich habe da zum Beispiel in Spanien einen ganz tollen Musiksender gehört und den bekommst du ja in Deutschland nicht. Und dann kann ich das zu Hause holen, ja, dieses Urlaubsfeeling für jeden Tag oder auch einfach Länder, die ich gerne mal bereisen würde, aber wo ich weiß, ich komme da vielleicht eh nie hin, dass ich mir trotzdem so ein Stückchen davon hole. Ne? Ob das jetzt die Nachrichten sind oder vielleicht will ich auch die Sprache lernen, dass ich das so in meinen Alltag integriere, dass ich schon meinetwegen die spanischen Nachrichten höre. Warum auch nicht? Ja, und gerade eben bin ich jetzt mal kurz nach Griechenland gesprungen. Also auch ein beliebtes Urlaubsland. So, und da haben wir eben halt, was hören wir da? Ja, gut, das ist ein bisschen was Moderneres jetzt. Was haben denn die Griechen für einen Geschmack? Hör mal. Naja, aber mein Gott, also die Geschmäcker sind unterschiedlich. Das ist ja das Schöne. Jeder findet hier mindestens 1000 Songs, 1000 Stationen, die einem gefallen. Das ist eben das Tolle. Mehr als 30.000. Hallo. Apropos gefallen, die Presse, der gefällt das auch. Die schreiben nämlich, das Gerät ist wahrlich ein echter Alleskönner. Es gibt wohl keine populäre Musikquelle, die das Gerät nicht abspielen kann. Bingo. Multifunktionaler kann man ein modernes Internetradio nicht sein. Da haben sie es auf den Punkt gebracht, würde ich mal sagen. Und dann auch jetzt noch für den Kracherpreis von 161,41 €. Kommt komplett versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause mit Fernbedienung. Und wie gesagt, ja, das sind natürlich tolle Produkte. Drei unterschiedliche Produkte, wie sie nicht sein können. Und deswegen fassen wir für Sie noch mal zusammen. Allgemein ist natürlich UKW und DAB. Aber der erste hier, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, so ein kleines, winziges, portables Taschenradio hat schon DAB. Zum Preis von 28,41 €. Das ist eine Sensation. Und damit sind Sie halt nicht nur für die Zukunft gerüstet und haben rauschfreien Radioempfang auch unterwegs, sondern eben halt auch, sage ich mal, für den Notfall. Man kann es, wie gesagt, über den eingebauten Akku betreiben, aber auch Batterien reinpacken und damit dann eben halt überall und jederzeit Musik und Informationen genießen. Ob zu Hause oder unterwegs, ein Taschenradio ist was Tolles und dann natürlich auch in rauschfreier Qualität. Das ist genial, vor allen Dingen für den Preis heute von 28,41 €. Und das Taschenradio gibt es mit der Bestellnummer ZX1756 und der 569. Ich finde, da kommt auch so ein Stück weit Erinnerung hoch. Ne? Also sowas hatte ja früher wirklich jeder. Ist aber auch toll. So. Dann ging es weiter mit unserem tollen Digitalradio, was natürlich auch in einem fantastischen Holzchassis zu Ihnen nach Hause kommt. Ja, sieht super aus, hört sich mega an und kann vor allen Dingen jede Menge. Das ist quasi so ein 7-in-1-Produkt, weil Sie können natürlich auch UKW und DAB Plus hier. CD-Player haben wir mit dabei, Musik vom USB-Stick wiedergeben oder drahtlos per Bluetooth. Aber es ist auch ein Radiowecker, ich habe einen Ausschalttimer mit dabei und vor allen Dingen habe ich auch hier wieder diese sensationelle Qualität. Stereo-Lautsprecher sind selbstverständlich auch integriert mit einer satten Spitzenleistung von 60 Watt. Also da kann man auch richtig Party mitfeiern. Ideal für Küche, Badezimmer, am Nachttisch, einfach überall. Überall einsetzbar und jetzt bezahlbar mit 113,91 €. Das ist ein Spitzenpreis, gilt nur jetzt in den nächsten 2 Stunden mit der Bestellnummer ZX7777 und die 569. Und wem das aber noch nicht Auswahl genug ist, wer sagt, nee, ich mag das nicht, was hier so in Deutschland gespielt wird, ich bin eher so ein Fan von Amerika oder was weiß ich nicht, da hätten wir hier noch unser tolles Stereo-Internetradio. Ran an die Fernbedienung und jeden Tag einen anderen Sender neu entdecken. Das muss man sich mal bitte schön einfach so vorstellen. Mehr als 30.000 Sender dürften es sein. Da können Sie viele, viele Jahre lang, jeden Tag, 365 Tage im Jahr, einen neuen Sender entdecken oder eben halt Ihre Lieblingsradios in der Region natürlich auch hören. Vom Schlager bis zu über Blues, bis hin zu ganz speziellen Richtungen. Aber eben halt nicht nur hierzulande, sondern auch aus Übersee, aus Ihrem letzten Urlaubsland. Oder eben halt sich schon mal so ein bisschen in die Sprache einhören. Ich finde das wunderbar. All das verbaut hier in diesem Spitzendesign, wie ich finde, mit insgesamt 2 Stereo-Lautsprechern und 32 Watt. Auch hier ein tolles Holzgehäuse, Megaklang und. Also das ist wirklich hier mein Favorit. Und da kann man
man jetzt wirklich einfach sagen, da habe ich alles. Oder eben mal ganz klassisch CD hören, so wie wir das gerade sehen. Ja, CDs hat man ja sicherlich auch noch ganz viele, die Lieblingsmusik. Das alles geht jetzt für kleines Geld. Sie müssen jetzt zuschlagen mit der Bestellnummer NX4372 und die 569. Und ich finde ja, Musik bereichert einfach das Leben. Musik macht das Leben schöner. Und noch schöner ist es doch, wenn es rauschfrei ist, wenn es die Lieblingsmusik ist, die man vielleicht mal irgendwo aufgeschnappt hat. Dafür sollten Sie jetzt allerdings schnell sein. Gehen Sie zum Telefonhörer, wählen Sie die 0180 51 51 und dreimal die 2.